Jeder Sonntag mit Hour of Power ist ein wunderbares Erlebnis. Aber ich habe das Gefühl, dass heute etwas ganz Besonderes passieren wird. Ich glaube, die heutige Predigt ist sehr, sehr wichtig und Sie alle werden in diesem Gottesdienst von Gott gesegnet. Hören Sie zur Vorbereitung auf die Predigt folgende Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Gott segne die Lesung seines heiligen Wortes.